Ich bin Christoph Speer, ich bin aus Bremen. Ich bin dort Mitarbeiter bei der Linksfraktion im Landtag, in der Bürgerschaft und schreibe auch und bin im Herausgeberkreis inzwischen bei einer Zeitschrift Waterkant, die sich ganz viel mit maritimen Themen an der norddeutschen Küste beschäftigt. Das ist mein Bezug zum Thema Hafenarbeit, Arbeitsverhältnisse in Hafenregionen und natürlich auch Logistik. Und was ich spannend fand und finde an der Reise ist, wie entwickelt sich dieses Verhältnis zwischen Hafen und Logistik? Trennt sich das oder wird der Hafen zu einem Teil von Logistik? Was passiert mit den Arbeitsverhältnissen? Und dafür finde ich auch den Vergleich der Stationen sehr spannend. Ich glaube, was uns alle beeindruckt auf der Reise ist, obwohl man es eigentlich weiß, aber es ist nochmal anders, wenn man sieht, wie leer diese Häfen sind. Wir sehen einfach kaum Leute, die da arbeiten. Wir wissen auch, dass die B- und Entladevorgänge hochautomatisiert sind, dass wenige Leute gebraucht werden, um sowohl Container als auch Massengüter zu B- und Entladen zu transportieren. Die Arbeit, die früher automatisch im Hafen war, geht dann heute in den Bereich der Logistik. Da wird noch B- und Entladen, da wird gepackt, da wird zusammengesetzt. Die muss nicht mehr notwendig im Hafen stattfinden. Manchmal ist das der Fall, manchmal nicht. Wir haben sehr unterschiedliche Situationen gesehen. Also ich fand es spannend, dass die Binnenhäfen teilweise einen Vorteil dadurch haben, dass es eigentlich keine Konkurrenz zu ihnen gibt als Standorte, wohingegen die Seehäfen in einer sehr starken Konkurrenz zueinander stehen. Man kann den einen nehmen oder den anderen. Wir haben gerade darüber gesprochen, das ist wie wenn du mit dem Auto in die Stadt fährst, in der Stadt musst du durch die Straßen durch, aber du kannst verschiedene Autobahnen nehmen. Das gilt auch für die Häfen. Das fand ich sehr spannend, weil man die Binnenhäfen immer nicht so ernst nimmt, wenn man aus einem Seehafen kommt. Und das hat ja aber gerade jetzt eben auch bei Duisburg eine bedeutende Größe und auch bei Bremen, glaube ich, bei Berlin einen wichtigen Impact für die Stadt. Und große Vorteile, weil die Arbeit nicht ablösbar ist in gleicher Weise. So, und das würde ich sagen, das finde ich, sieht man sehr stark. Und spannend fand ich natürlich die Auseinandersetzung mit den Leuten von den verschiedenen Projekten hier, die sich ja genau damit beschäftigen, was heißt das für Organisierung von Arbeit? Kann man das noch im einzelnen Betrieb, am einzelnen Standort muss man Organisierung entlang von Logistik und Lieferketten versuchen, zumindest da näher kooperieren. Das glaube ich auch, dass sich das aufdrängt, dass das ganz wichtig wird. Und das kann man sehr stark sehen auf dieser Reise. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Beide Häfen haben ja eine Konstruktion, die wir jetzt von Bremen her kennen. Es gibt einen Hafenbetriebsverein, einen öffentlichen Hauptbetreiber des Hafens, der dann mit den verschiedenen Einzelfirmen weiter kooperiert, den Flächen vermarktet oder Leistungen für sie übernimmt. Ich hatte das Gefühl, dass die Funktion bei den Leuten vom Berliner Betriebsrat, bei der BH, mit denen wir gesprochen haben, also stärker verstanden wird, auch also die Frage, was passiert mit dem Hafen, wie verändern sich die Arbeitsverhältnisse, da sehr bewusst ist und auch versucht wird, sie zu steuern. Ich fand es super interessant, dass wir uns erzählt haben, dass eben auch bei Ihnen sowohl in der Verwaltung als auch bei den eigentlichen Hafenarbeiten das Thema psychische Gesundheitsgefährdungen total im Kommen ist, dass sowohl die Leute an den Schreibtischen als auch auf den Kränen unter Burnout und großen Problemen leiden durch den Zeitdruck, die starke Effizienz, weil sich über diese Liefer- und Logistikketten eben ganz viel Druck aufbaut, der am einzelnen Arbeitsplatz ankommt. Das fand ich sehr interessant. Ja gut, demgegenüber fanden wir, glaube ich, alle das Treffen in Duisburg ein bisschen Realitätsschock, weil wir so das Gefühl hatten, da gibt es noch gar nicht so die Auseinandersetzung mit dem Problem, dass man die Belegschaften in diesen vielen, jetzt auch kleineren Betrieben gar nicht erreicht, dass man die gar nicht organisiert, gar nicht kennt. Dass die eigentlich Teil anderer Zusammenhänge von Konzernzusammenhängen oder Zulieferarbeit sind. Und naja, also so wie dann eben der Hafenverein das Gesamte verwaltet, verwaltet man halt diesen Job mit, aber denkt eigentlich nicht so richtig für den Gesamthafen. Und was es ja auf den Punkt gebracht hat, das hatten wir da auch nachgefragt, ist, dass
Es gibt die eine Zahl, wie viele Leute angeblich in diesem Hafen arbeiten. Und dann gibt es die Zahl, ja, so und so viele Betriebe und die haben eher 10 bis 30 Leute und das ist nicht mal die Hälfte von dem. Und man fragt sich, entweder stimmt das nicht oder es gibt den überwiegenden Teil der Arbeiten, die sieht man gar nicht. Ja. Die sind bei Leiharbeitsfirmen, die werden hingekarrt, die werden gar nicht als Teil der Hafenarbeit bewusst begriffen und organisiert. Das fand ich da sehr eindringlich und auch schwierig.